Hallo auf Chunksys Corner zu einer neuen kleinen Folge. Ich will heute kurz ein Spielmodul für die Vectrex-Konsole vorstellen. Und zwar das Weihnachtsmodul, die Xmas Card 2014 von Binary Star Software aus England. Die Cartridge ist bei mir genau am 24. Dezember 2014 noch eingetroffen und wurde Anfang Dezember, am 10. Dezember ungefähr angekündigt. Und ich will euch die zwei Spiele, die da drauf sind, heute kurz vorstellen. So, Vectrex ist eingeschaltet und es begrüßt uns schon die Card. Wir haben hier zwei Programme drauf, einmal Stockfiller und einmal Save the Trees. Wir fangen einfach mal mit Stockfiller an. Wie man sieht, es funktioniert nur mit dem analogen Joystick, also digitale Controller sind nicht möglich. Es ist relativ simpel, man muss einfach nur die Pakete auffangen mit dem Weihnachtsstiefel. Ja, das war schon mal schlecht. Aber es war ein neuer Highscore. Die Bomben muss man vermeiden, die Pakete muss man erwischen. Genau, das war das erste Spiel und jetzt gehen wir zurück und schauen wir uns noch Save the Trees an. Bei Save the Trees muss man einfach alles abschießen, was runterkommt. Man muss nicht, man kann. Das ist halt für die Punkte gut. Die Bomben dürfen den Boden nicht erreichen, sonst ist es vorbei. Alles andere darf den Boden erreichen. Pakete bringen Punkte. Größere Pakete teilen sich in kleinere auf. Man darf allerdings von den Paketen nicht getroffen werden. Game over, weil eine Bombe am Boden angekommen ist. Wie man sieht, ich bin nicht unbedingt der beste Spieler. Wir machen noch einen kleinen Durchgang. Und wieder eine Bombe nicht erwischt. Ja, das war die Vorstellung der Software von der Xmas Card für die Vectrex.
wie ich zwei nette kleine Spielchen für zwischendurch können auch, denke ich, auf einer Party viel Spaß machen. Das war's mit einer Vorstellung von Chunksys Corner mit der Christmas Card, Xmas Card für die Vectrex. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.